Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil unserer Last Train Home Kampagne. Wir haben zuletzt am See hier versucht, etwas Nahrung zu finden, denn Nahrung, das wissen wir, ist momentan sehr gering und leider sehen wir hier auch, haben wir gar nichts gefunden. Nur ein paar Kräuter. Ist schlecht. Dit ist schlecht, wa? So, jetzt können die mal ein bisschen ausruhen. Wir haben eine Beförderung und eine neue Rolle verfügbar. Und zwar können wir sie Arbeiter, Grenadier, MG-Schütze. Eigentlich ist sie, glaube ich, grundsätzlich Ärztin und auch schon Level 3. Und deswegen ist es sehr ungewöhnlich, dass wir sie nochmal irgendwie anders einsetzen werden. Aber wir geben ihr die Rolle, wenn sie die denn haben möchte, den Grenadier. Das ist ja nicht verkehrt. So, er ist aufgestiegen als Arbeiter. Auch er eigentlich klassisch eine andere Rolle, nämlich MG-Schütze. Wir haben ein paar untätige Soldaten, wir haben aber auch ein paar hungrige Soldaten, weil wir die ganze Zeit auf halbe Ration stellen. Und das ist eine Schwierigkeit. Weil wenn es keine Dinge gibt es hier. In diesem Dorf scheint etwas Seltsames vor sich zu gehen. Du siehst keine Anzeichen der Roten. Doch sobald der Zug nur noch 2,8 Tage. Doch sobald der Zug in den Bahnhof einfährt, merkst du, dass sich einige bewaffnete Leute versammelt haben. Sie zielen zwar nicht auf den Zug, wirken jedoch entschlossen, von ihren Waffen Gebrauch zu machen. Dir fällt auf, dass sie keine Uniformen tragen, denke ich mal, nicht tragen, sondern grobe grüne Mäntel mit militärischen Abzeichen. Sie winken euch grimmig zu, deine Soldaten wappnen sich für den Kampf. Aber das Kreischen der Bremsen verklingt, ruft einer, als das Kreischen der Bremsen verklingt, ruft einer der Leute dir etwas zu. Dorfältester, wir wollen euch nichts tun, wir sind Feinde der Roten, genau wie ihr. Zumindest haben wir das über euch gehört. Wir sind die wahre Armee des Volkes. Offensichtlich handelt es sich um keine echte Armee, sondern um einheimische Bauern, vielleicht auch Metzger. Weil wir uns gewehrt haben, halten die Roten unsere Familien als Geiseln und unsere Mine besetzt. Wir brauchen eure Hilfe. Einer der jüngeren Männer tritt hervor. Unsere Häuser können wir verteidigen, doch für Angriffe sind wir nicht ausgebildet. Sobald die Roten uns sehen, töten sie vielleicht unsere Familien. Darum solltet lieber ihr gehen. Bitte gebt uns die Kohle. Was? Bitte? Sie haben uns die Kohle weggenommen. Als wir uns schließlich wehrten, nahmen sie uns die Minen und unsere Leute. Zeigt uns, dass es noch Anstand in dieser Welt gibt. Ich schüttel euch alle die Hände, dann ladet ihr die Dorfbewohner in den Zug ein. Deine Soldaten teilen etwas Nahrung mit ihnen. Im Gegenzug reichen sie Alkohol herum, werden Karten in der Gegend gezeichnet, Informationen ausgetauscht. Das Herz Dankbarkeit. Bevor sie wieder aufbrechen, sagen sie, dass ihr zuerst mit dem Bürgermeister reden solltet. Okay. Also wir haben Situation hier. So, jetzt müssen wir mal gerade gucken, dass wir auf jeden Fall Munition organisieren, falls wir welche brauchen. Weil ich sehe schon, schaut mal, wir haben gar nichts mehr in Richtung Maschinengewehrmunition. Gar nichts mehr. Ist sehr wenig. Gar nichts. Noch sehr viel Treibstoff, das ist sehr positiv. Holz würde ich so, sag ich mal, 129 würde ich bereit erklären, mich dazu, das zu verkaufen. Da haben wir noch 400. Dann machen wir vielleicht noch 138 Blümchen. Was haben wir noch? Stoff gehen wir auch noch ein bisschen rüber. Machen wir auch 100, gehen wir noch rüber. So. Dann zahlen wir zwar noch 1152, das haben wir aber. Dafür hätten wir eben komplett Maschinengewehrmunition im Start. Oder wir kaufen nur 200. So. Ja, genau, ich mache das immer falsch, ne? Geh nochmal ganz rüber, ja. Also 200 nehmen wir. Kostet auch 3000. Wie viel Schuss haben wir noch von den anderen Sachen? Noch 1200. Wir hier 1000 Schuss noch kaufen.
Das ist so teuer, Gewehrmunition. Meint ihr das ernst? Wow. Okay. Gewehrmunition ist verflucht teuer. Gut, wie teuer ist denn... Ja, das geht. Mal hier noch 100 von nehmen. So. Haben wir nochmal Handfeuerwaffen. Passt. Passt, wackelt und hat Luft. Okay. Lass uns mal schauen. Die schon wieder fit? Eigentlich nicht, aber da es noch hell ist. Seit er so dort sich dem Dorf nähern, war schon aus der Entfernung klar, es ist etwas Tragisches passiert. Was auch immer geschehen war, die Soldaten kennen unmittelbar nach dem Ereignis an. Überraschenderweise gab es Überlebende im Dorf. Schnell entdecken die Soldaten den Grund für die Zurückhaltung. Mehrere Leichen waren an einem Holzzaun genagelt. Es war offensichtlich, dass sie schon seit Tagen dort hingen, bedeckt von Krusten getrocknetem Blutes. In einem weiblichen Körper war ein falsch geschriebenes Verräter in die Brust geritzt. Was war es diesmal, die Roten oder die Weißen? Eine Stimme ertönte plötzlich neben ihnen und erschreckte die Soldaten. Ein kleines Mädchen, zerlumpt und schmutzig, mit schmalen Händen, die schwarz von altem Blut waren. Ihre Augen hatten einen abwesenden, toten Blick heimgesucht aus den grausamen Erinnerungen an die Gräueltaten, deren Zeugin sie wurde. Das war eine Hexe. Sie hat gelacht, als sie sie zerschnitten hat. Finger, Ohren, Augen. Erst als meine Mama, ich bin schuldig, geschrien hat, durfte sie endlich sterben. Okay. Wir reden mal mit dem Mädchen weiter. Erzähl uns doch, Kind, wer war die Hexe? Was ist hier passiert? Sie hat gesagt, sie seien die Checker. Als sie das erste Mal hier waren, haben sie uns die ganze Nahrung weggenommen und Vater Nikolai erschossen. Dann sind die Soldaten in Weiß gekommen und haben uns meinen Papa und die anderen Jungs weggenommen. Als die Checker das herausgefunden haben, waren sie darüber sehr wütend, haben alle Angehörigen getötet und meine Mama. Die Wildhunde der Roten, das sind keine Soldaten, das sind Wahnsinnige, die nach Blut lechzen. Jemand sollte sie umlegen. Unsere Befehle sehen nicht vor, Fanatiker zu jagen. Wir sollten die Toten begraben. Ja, gut. Noch mehr Schwierigkeiten sollen die Mädchen nehmen. Kleine, du sagst, Soldaten in Weiß haben deinen Vater mitgenommen. Ja, das war ein großer Mann, der etwas von einem Zaren geschrien hat. Wir nehmen das Mädchen mit. Also wenn wir jetzt schon Probleme haben mit der Nahrung, ne, und wir bereiten uns jetzt auf das Thema vor, dann frage ich mich ja tatsächlich, was dann noch werden soll, weil... Schon wieder nicht. Gibt's doch gar nicht. Wir haben alle Kriterien erfüllt, also es liegt nicht daran. Ja, ich glaube, die Kälte und die Heizung, das haben wir ganz gut im Griff, ne? Also, ich glaube, da sind wir sehr gut... Wir haben Einbrecher und wir haben Überlebenskünstler. Eigentlich alles Wichtige hätten wir hier. Die Frage ist nur... Ja, auch wenn uns die Nahrung jetzt ausgeht, wir brauchen so ein bisschen... braucht ein bisschen Zeit. Geht's halt nicht. Und die
finden hoffentlich jetzt was. Wir brauchen auch Nahrung. Es geht nicht anders. Schon wieder nichts gefunden. Wahnsinn. Kriegen wir echt Probleme, ne? Auch nichts gefunden. Auch nichts gefunden. Wahnsinn. Meint ihr das eigentlich ernst? Wie soll man das denn dann schaffen? Wenn, also ich meine, wir gehen ja hier schon in jedes Ding rein, um irgendwie was zu finden. Nachdem Zug am Bahnhof eingelaufen ist, führen deine Männer ihre gewöhnlichen Wartungsaufgaben am Zug präzise wie ein Uhrwerk durch. Das hinterlässt bei dir ein Gefühl des Stolzes, aber du hast hier deine eigene Aufgabe, die Suche nach dem Vater des kleinen Mädchens. Willkommen, Major. Was führt Sie in unsere bescheidene Stadt? Ich suche den Vater des Mädchens. Bei der kurzen Schilderung der Geschichte, die deine Soldaten erzählt haben, ist der Mann sichtlich überrascht. Wie edel von euch Legionären kümmern sich um die verlorenen Rotzlöffel auf der Wand. Ich weiß nichts über den Vater. Der Offizier will sich offensichtlich das Leben mit Problemen der Zivilisten nicht schwer machen und lenkt das Gespräch in eine andere Richtung. Wie auch immer, die Checker sind hier aktiv. Das ist ja interessant. Die Bastarde sind entweder verzweifelt oder arrogant. Wenn sie ihre Finger bis hierher ausstrecken, es gibt kaum Orte, wo sie unbemerkt aufhalten können. Kennen Sie irgendwelche Orte? Wenn Ihr edles Herz mit Ihnen zu tun haben will, ich glaube, ich kenne einen möglichen Aufenthaltsort. Geben Sie mir die Karte. Hexenjagd. Was haben wir denn hier? Hier ist nur Treibstoff. Das Einzige, was ich gerade irgendwie so gar nicht brauche, ne? Frag mich ja auch, was machen die denn hier mit dem Schuss Munition? Wo gehen die denn hin? Warum ist jetzt hier nur noch 114? Wir haben noch 200 Schuss gekauft. Unverständlich, ne? Optimal, aber verfault gewesen, nichts passiert, einer ist sogar verletzt, 97, ah, es ist auf dem Weg zurück, Platz, für nicht mehr. Es ist nicht so kalt, ne, Außentemperatur normal, also daran liegt es nicht. Die Nahrung, ey, das ist echt gruselig. Gruselig. So, jetzt mal gucken. Wir brauchen auf jeden Fall hierfür einen hiervon. Wir brauchen auf jeden Fall. Ja. So, dann brauchen wir auf jeden Fall. Achso, ne, der ist gerade zugewiesen. Das passt. Noch einen MG-Schützen. Sag mal, einen MG-Schützen, ein Gewehr. Genau, es fehlt uns noch ein Scout. Das ist gut. Ein zweiter Mediziner, jawohl. Ein zweiter Grenadier, jo, stimmt. Dann noch einen zweiten Gewehrschützen, jawohl, 1-2. Jetzt hätte ich gern noch einen MG. Da muss ich ihn nehmen. So, die anderen sind nämlich platt, die können gerade nicht. Jetzt müssen wir mal überlegen, wen können wir noch brauchen. Ja, den brauchen wir auch. Zack. 1-2, eigentlich brauchen wir noch einen dritten Scout. Hier, jo, passt. Ne, also wir brauchen nichts einpacken, weil wir alles haben, ne?
Alt ist es nicht. So. Die Grünen haben das Dorf genau beschrieben. Auf diese Weise können deine Soldaten sich unbemerkt zum Haus des Bürgermeisters schleichen. Für die Roten muss dies wie ein verschlafener Ort wirken. Gleichwohl gibt es hier viele von ihnen. Selbst Maschinengewehrnester haben sie errichtet. Der Weg zum Bürgermeister ist frei. Dies ist die letzte Chance, umzudrehen, um den Kampf mit den Roten zu vermeiden. Wir wollen fortfahren. We need this. Vesnice je hned po cestě. Jejich starosta nám řekne, jaká je tady situace. Připravený. Rozumím. Už idem. Presúvam sa. Skriem sa. Tak sa pozrieme, čo tam je. Podľa rozkazu. Legionáři, díky bohu, že jste tady. Rudí nám zabrali důl a vzali naše rodiny do zajetí. Pomozte nám, prosím. S těmi bídáky není kloudná řeč. Rozumí jen násilí. Nebojte se, příteli. Pomůžeme vám získat zpátky rodiny i důl. Chvála vám. Ale nechoďte k mostu, ten je dobře hlídaný. Vezměte to delší cestou okolo. Ja, okay, also... Pane? Mal eben... Tak se podíváme, co tam je. Hier unten. Ano. Overím pozíciu. Ano? Erschüttert. Prověřím pozici. Už jdu. Ja, mal hier lang. Sind das nur 12 Soldaten? Das ist ja praktisch. So. Poslouchám. Podívám se. Nepřítel. Poslouchám. Na, chytej! Já prověřu. Kto je zde? Já što to viděl? Oružie! Poslouchám, pane. Připravenější už nebudu. Jdu do krytu. Počúvam. Pozriem sa. Poslouchám. Tak se podíváme, co tam je. Připraven. Rozumím. Zaujímám pozici. Hledám kryt. Vidím nepřítele. Vidím nepriateľa. Pane? Junge, Junge, Junge. Was ist das, ein Wolf? Oder was ist das? Patrouillenhund. Kann der trotz der Dings riechen? Nee.
rozkazy. Nebude to čekat. Dám kryt. Vaše rozkazy. Wir sind los. Připravený. Ochutnej naši ocel. Povídejte. Oh mein Gott. Das war ja schon wieder super gut. Okay, wir sind ein bisschen zu schnell, habe ich so das Gefühl. Aber das ist in diesem Spiel wirklich, man kann nicht schnell spielen. Man kann nicht schnell, man soll nicht schnell spielen. Sobald du schnell spielst, wirst du bestraft. Und das mussten wir jetzt hier wieder mal am eigenen Leibe erleben. Haben wir uns dann aber auch irgendwie verdient, dass wir hier ein bisschen bestraft worden sind. Das war dumm eigentlich, ne? So, das heißt, wir müssen mal eben... Jo, ihn mal eben heilen. Ah, so doof. Wenn man zu schnell will, Podívám se. So, da sind drei Stück. Podívám se. Ah ja. Pane? Podívám se. Vidím nepřítele. Vaše rozkazy. Overím pozici. Ja, immer Dreiergruppen. Připraven. Počúvam. Co se děje? Prověřím pozici. Chytal. Ja. Připraven? Rozkazy. Vidím vozidlo. Zde. Připraven, pane. Čekám na rozkazy. Ano, pane. Měli bychom nasbírat pár bylinek. Dřív nebo později se budou hodit. Dude, ich bin da total dabei. Aber... Hned tam budu. Gerade müssen wir erstmal irgendwie... Ano, pane. Auf Nummer sicher gehen. So, hier. Die schauen auf jeden Fall genau hier drauf. Okay. Aber die gucken halt auch nur hier drauf, ne? Sie sehen nichts anderes. Das ist gut. Mal ganz kurz schauen. Einen habe ich nämlich ziemlich blöd platziert. Nochmal. Prověřím pozici. Připraven, pane. Už jdu. Čekám na rozkazy. Ano, pane. Nepřítel. Rozumím. Hned tam budu. Povídejte. Dobře, jdu tam. Vaše rozkazy. Lucha pajti priamo. Presúvam sa. Poslouchám. Pane, jsem na cestě. Nikomu nic. Rozumím. Was denn der für ein Blick? Nebude to čekat. Den ultimativen Alles-Checker-Blick. Poslouchám.
nebude to ano, čekat. Pane. Flugzeug kommt in Deckung. Uff, to bylo o fous. Ano. Ano, pane. Okay. Hned tam budu. Man hier drin auch sicher, ja. Postarám se o to. Jsem připravena. Rozumím. Připraven, pane. Čekám. So. Připravený. Ano. Už jdu. Čekám na rozkazy. Pane, už jdu. Už jdu. Was für eine Mission. Die machen es einem auch wirklich nicht leicht. Ne? Jetzt gibt es auch noch Flugzeuge, auf die man achten muss. So, wann kommen die denn mal wieder hier? Das dauert ja ein bisschen lange. Pripravený. Pane? Pozriem sa. Připraven. Tak se podíváme, co tam je. Ano. Vidím nepriateľa. Ano. So. Hier warten 5 Leute auf 2 gegnerische Soldaten. Zde. Rozkazy? Nebude to čekat. Poslouchám. Připraven, pane. Zde. Postarám se o to. Ano. Ano, pane. Podle rozkazu. Presúvam se. Vaše rozkazy, rozumím. Připravený. Okay. Pane? Podívám se. Rozkazy? Podívám se. Počúvam. Overím pozíciu. Hey, ist hier gar nix. Áno. Rozumiem. Ist halt die Frage, weil hier ist jetzt auch nichts zum Sammeln. Oh, hier ist ein Panzerwagen. Oh. Okay. Počúvam. So, jetzt muss ich mal ein bisschen dedizierter vorgehen. Und noch 2. Připraven?
Prověřím pozici. Počúvám. Pozriem sa. Připraven. Tak se podíváme, co tam je. Těžká zbraň. OK. Ja. Da die Frage, ob man dann ganz außen rum geht. Hier warten ja auch noch Truppen. Weil hier ist eigentlich alles gesichert. Pripravený. Overím pozíciu. Čekám na rozkazy. Ano, pane. Postarám se o to. Nepřítel! Ano, presúvam sa. Už idem. Áno, pane. Rozumiem. Boah, Junge, Junge, das ist auch wieder richtig knifflig, ne? Also, wir sehen ja jetzt schon, also wir gucken mal hier, hier sitzen drei, das wissen wir. So, dann sitzen hier vier Stück. Hier sitzt keiner, ne? Also wir könnten rein theoretisch, konnten wir hier durch. Weil, ich sag mal so, das und das, das deckt alles ab. Einzige, mit dem wir uns da beschäftigen müssten, wäre der Panzerwagen. Aber wir würden hier drumherum kommen. Also könnten sie von hinten quasi erreichen. Hier ist auch wertvolle Munition, auch ein Sanitätskit. Und hier ist ein Fass, auf das man zielen könnte, im Zweifel. Ja, an der Stelle, ihr Lieben, machen wir das nächste Mal weiter. Es war wieder super spannend und wir sehen schon, es wird nicht minder schwierig. Also auch hier wieder eine große Herausforderung. Auch der Panzerwagen mal wieder. Mal gucken, wie wir den irgendwie gestoppt bekommen. Ob wir den stoppen müssen oder ob wir dann vielleicht sogar uns hier mehr in diese Richtung bewegen und gucken, dass wir drumherum kommen. Ich weiß es noch nicht so ganz, wie wir da am besten vorgeht, aber es wird auf jeden Fall eine sehr, sehr große Herausforderung werden. Das ist klar. Hier sehen wir schon noch einen Hund und wir wollen auf jeden Fall hinten rum. Und wenn wir den Panzer nicht erledigen, dann können wir das Nest hier nicht ausheben. Und wenn wir das Nest nicht ausheben, verlassen wir das Gebiet nachher ohne sehr, sehr wichtige, große Ressourcen. Auf der anderen Seite besteht natürlich die große Gefahr, dass man hier auch sehr schnell gekillt wird. Ne? Das ist eben die Sache. Plus hier sind auch nochmal drei, die dann auch noch eine Rolle spielen. Also ich bin gespannt. Ich hoffe ihr auch. Wir sehen uns, wie gesagt, im nächsten Teil. Bis dahin, euer Kenzrigo. Ciao, ciao.